festgelegten Sortierausgänge müssen überprüft werden. Hier wird eine Gut- und Schlecht-Teilmenge angezeigt. Somit funktioniert die Sortierung grundsätzlich. Die Frage ist nur, kommt das entsprechende Signal auch richtig an der Maschine an? Wechseln Sie in den Modus Systemeinstellungen. Hier gehen Sie ins Untermenü Digitale Ein- und Ausgänge sowie auf die Seite Test Digitale Ein- und Ausgänge. Sie sehen nun alle zur Verfügung stehenden digitalen Ein- und Ausgänge des Komo-Injection-Gerätes. Sie aktivieren hier den zum Sortieren definierten SGM2-Ausgang und prüfen an der Maschine, ob das entsprechende Signal an der Maschine auch ankommt. Das heißt, es wird hier aktiv geschaltet. An der Spritzgießmaschine, mit der Komo-Injection verdrahtet ist, kann geprüft werden, ob das Signal korrekt ankommt. Mit Speichern und Aktivieren verlassen Sie das System-Setup wieder. Wechseln Sie in das Menü Status Digitale Ein- und Ausgänge. Hier prüfen Sie nochmals, ob der Komo-Injection das richtige Ausgangssignal sendet. Sie sehen hier, dass der Ausgang SGM2 Sortieren aktiv leuchtet. Damit ist bestätigt, dass die Teileseparierung funktioniert.